In den vergangenen 2 Wochen sind wir auf das Thema Wasser und Wärme eingegangen und haben einen Leitfaden zusammengestellt, den wir auch benutzt haben für unsere Versorgungssysteme im Tiny House. Heute möchten wir das Ganze finalisieren und deshalb geht es heute um das Thema Elektrik. Noch ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Dieser Leitfaden hier, dieser grobe Fahrplan ist aus unserer Erfahrung heraus entstanden. Das heißt, wenn ihr einen Elektriker habt oder einen Versorgungstechniker an eurer Seite, dann besprecht das Ganze bitte nochmal mit ihm. Wir sind übrigens Ilan und Anja, bauen uns ja auch selbst ein Tiny House und werden auch in den kommenden Wochen endlich unser Haus wiederbekommen, dass wir im Innenausbau auch voranschreiten können. Für diejenigen von euch, die unsere Arbeit und unseren Kanal mit einer kleinen Spende unterstützen wollen, für die haben wir einen kleinen PayPal-Link eingerichtet, wie auch schon in den letzten Videos erwähnt. Den Link packen wir euch natürlich wie immer in die Infobox. Fangen wir an mit der ersten Frage und das ist wie immer zu Beginn die Bedarfsermittlung. Ja. Wir haben also auch geschaut, welche Geräte haben wir überhaupt in unserem Haushalt, die wir verwenden, wie viel Wattleistung haben sie, wie viele Minuten oder Stunden am Tag sind sie in Gebrauch und was ergibt sich daraus in der Summe? Vor allem auch, wenn mehrere Geräte gleichzeitig laufen, wie ist da die Maximalbelastung? Besonders wichtig, wenn man auch darüber nachdenkt, selbst Strom zu produzieren über eine PV-Anlage oder ähnliches. Da spielt es auf jeden Fall eine Rolle, weil man auch später, falls man denn eine PV-Anlage verwenden möchte, mit dem Puffer von 10% für die Umwandlungsverluste noch rechnen muss. Dafür haben wir nochmal entsprechende Videos in der Vergangenheit veröffentlicht. Das verlinken wir euch nochmal. Da seht ihr auch entsprechend unsere Tabelle, als wir in der Planung gesteckt haben, wie das Ganze ausschaut, mit welchen Formeln wir gearbeitet haben und welcher Energiebedarf sich daraus ergeben hat. Nächste Frage, kann ich meinen Stromverbrauch im Tiny House reduzieren? Nutze ich beispielsweise Gas, um zu heizen? Dann könnte ich ja gegebenenfalls auch darüber nachdenken, den Ofen, den Herd oder den Kühlschrank über Gas laufen zu lassen. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann kann ich ja vielleicht das ein oder andere Küchengerät eintauschen gegen ein energieeffizienteres Gerät. Besonders wenn man darüber nachdenkt, auch Geräte, die gasbetrieben sind, wie den Kühlschrank, Herd und Backofen zu verwenden, schaut auch gerne nochmal in unsere letzte Tiny House Tour. Da haben wir Toni und Markus besucht und die beiden haben entsprechend Geräte gewählt, die auch ausschließlich gasbetrieben sind. Sehr, sehr spannend. Also den Link packen wir euch natürlich wieder in die Infobox. Die nächste Frage, wie beziehe ich meinen Strom? Beziehe ich diesen witterungsabhängig, also beispielsweise über eine PV-Anlage oder über Windenergie oder witterungsunabhängig über einen Generator oder über Landstrom? Oder macht es Sinn, vielleicht das Ganze zu kombinieren, also eine witterungsabhängige Versorgung mit Landstrom oder eine witterungsunabhängige mit Landstrom, also ein Generator und Landstrom? Es gibt in dem Fall, wenn man wirklich mehr in Richtung Autarkie gehen möchte, ja auch komplette Inselanlagen, sehr, sehr spannende Systeme. Also da lohnt es sich, nochmal genauer in das Thema einzutauchen. Ja. Bei uns eher aus finanziellen Gründen jetzt noch nicht das Thema, wie wir gemerkt haben. Das würde einfach unseren finanziellen Rahmen sprengen, aber auch für die Zukunft total spannend, mehr in die Inselsysteme zu gehen. Und wie speichere ich die Energie? Oh ja. Ne? Beispielsweise über eine Lithium-Ionen-Batterie oder über eine Bleibatterie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Energie zu speichern. Was ist aber am sinnvollsten für mein Tiny House? Das ist ja auch immer so eine Gewichtsfrage und auch eine Leistungsfrage. Und auch da sind wir uns noch nicht ganz sicher gewesen und haben dieses ganze Batteriethema erstmal außen vor gelassen bei uns. Dann auch eine Frage, mit der wir uns mit am längsten beschäftigt haben, war, ob wir überhaupt in unserem Tiny House mit Gleichstrom oder Wechselstrom arbeiten wollen. Und das hat echt ein bisschen gedauert. Wir haben dann erstmal geschaut, welche Geräte laufen überhaupt über Gleichstrom und welche laufen über Wechselstrom, wenn man zum Beispiel nicht mit Hochleistungsgeräten, wie wir mit unserem Hochleistungsmixer arbeiten möchte und die meisten Küchengeräte wie Ofen, Kühlschrank oder Herd auch über Gas versorgt werden, macht es schon Sinn, darüber nachzudenken oder kann das auch gut klappen, gerade wenn ich auf dem Dach noch eine PV-Anlage installieren will, weil ich dann auch keinen Wechselrichter brauche, der dann meine 12 Volt in 230 Volt umwandeln muss und dann habe ich auch keine Umwandlungsverluste von 10%. Wenn man allerdings wie wir auf Wechselstrom setzt, weil man einige Küchengeräte hat, die das eben brauchen von den Anforderungen,
dann sollte man auch über einen Wandler nachdenken. Für beispielsweise die Pumpe im Haus, die eine oder andere Pumpe oder auch den Lüfter. Ja, für die Geräte, die halt über 12 Volt laufen, ne? Genau. Das haben wir vorher ja gar nicht bedacht. Das haben wir vorher nicht bedacht, das mussten wir dann nachbestellen. Daher erwähnen wir es auch an dieser Stelle. Wenn man sich wie wir jetzt dann auch für Wechselstrom entschieden hat, gibt es da ja drei Möglichkeiten. Ja. Entweder möchte ich mein Haus auf 16 Ampere einphasig betreiben oder 16 Ampere dreiphasig. 3,3 Kilowatt, ne? Genau, ja. Und das haben wir zum Beispiel gemacht, weil wir als tolles Beispiel total gerne backen. Wir sind ja jeden Tag in der Küche und während was im Ofen ist, benutzen wir noch den Hochleistungsmixer, um vielleicht eine schnelle Mayo zuzubereiten oder ähnliches. So, und dann überschreitet man total schnell, oder wir in dem Fall, wir haben es durchgerechnet, ja, dann kratzen wir schon schnell am Limit und das Risiko, dass uns dann die Sicherungen immer rausfliegen, ach, das wäre wahrscheinlich einfach zu hoch gewesen. Also wir haben uns demnach für drei Phasen entschieden, 3,3 Kilowatt, 16 Ampere. Wir haben also ganz normalen Drehstrom. Und das ist natürlich, wenn man jetzt auch über das Thema Selbstversorgung spricht, dann ein kleines Problem. Weil wir jetzt auch gelernt haben im Laufe dieser Installationsphase, dass man, wenn man jetzt beispielsweise PV-Energie erzeugt im Haus, dass man für jede Phase einen Wechselrichter benötigt. Denkt auch über das Gewicht der Kabel nach. Das haben wir gerade bei unserer mobilen Bauweise leider total vernachlässigt. Ja. Ein großer, großer Fehler, den wir so nicht mehr machen würden. Also das auf jeden Fall bedenken, wie viele Kabel da zusammenkommen. Hier nochmal ein kleiner Beispielkreislauf. Wir haben hier eine PV-Anlage auf dem Dach. Somit brauchen wir einen Wechselrichter, da wir ja mit Wechselstrom arbeiten. Wir bräuchten einen Laderegler für den Akku, also für unsere Batterie. Dann nochmal einen Wechselrichter, das geht dann rüber in den Sicherungskasten und an die Verbraucher im Anschluss. Das heißt, wir haben hier zweimal den Wechselrichter, der zum Einsatz kommt, pro Phase einen. Und wenn wir über Festanschluss arbeiten, bräuchten wir beispielsweise nur den Stromanschluss. Wir bräuchten einen Sicherungskasten und dann geht das Ganze an die Verbraucher. Wenn man sich also für Wechselstrom entscheidet und man möchte seinen Strom beispielsweise über eine PV-Anlage selber erzeugen, wird das Ganze schon etwas komplexer. Kommen wir wieder zum guten alten Grundriss, der jetzt wieder gefordert ist. Das heißt, natürlich ist auch hier wieder die Voraussetzung, dass man schon ziemlich genau seinen Grundriss fertiggestellt hat. Man weiß, wo welche Verbraucher auch sitzen. Hier wird dann wieder eingezeichnet, wo möchte ich überhaupt Steckdosen haben und wie viele davon. Möchte ich Einzel-, Doppel- oder Dreifach-Steckdosen oder Vierfach gibt es, glaube ich, auch. Mhm. Und auf welcher Höhe sitzen die? Wir verlinken das gerne nochmal in einem vergangenen Video, das ziemlich detailliert auch vorgestellt. Deshalb gehen wir nicht mehr so sehr in der Tiefe jetzt darauf ein. Allerdings haben wir entsprechende Höhen in Farben markiert der einzelnen Steckdosen. Und für uns war auch klar, dass wir keine Aufputzsteckdosen, sondern Unterputzsteckdosen entsprechend mit Hohlraumdosen verbauen möchten. Da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Das also auch eine wichtige Sache, oder je genauer ich das weiß, desto besser im späteren Gespräch mit dem Elektriker. Gibt es spezielle Verbraucher mit einer besonders hohen Leistung, die nochmal gesondert abgesichert werden müssen? Wenn ja, wo befinden sich diese? Und wie werden die Leitungen verlegt, beziehungsweise wo werden die Leitungen genau verlegt? Im Ständerwerk. Genau, oder vor dem Ständerwerk. Wir haben uns jetzt vor dem Ständerwerk für die Lösung vor dem Ständerwerk entschieden letztendlich. Was für Lichtschalter möchte man verbauen? Oder wo kommen die Lichtschalter hin überhaupt? Wir haben uns ja in unserem Haus nicht für Lichtschalter entschieden, sondern für ein Funksystem. Mhm. Da wir uns dann diesen ganzen Kabelsalat gespart haben und den Aufwand. Man kann aber dann natürlich auch mit Lichtschaltern arbeiten, mit herkömmlichen oder über ein Smart-Home-System. Also sich darüber mal Gedanken zu machen, wäre sicherlich auch sinnvoll. Und dann das Thema Lampen, ne? Die Lichtquellen. Oh ja, möchte ich überhaupt Wandstrahle? Also möchte ich, dass meine Lichtquellen von der Decke kommen, oder möchte ich eher mit Wandstrahlern arbeiten? Möchte ich beides? Wo sollen gegebenenfalls auch LED-Leisten integriert werden? Auch das total spannend. Oder gibt es auch eine Außenbeleuchtung des Hauses, die entsprechend auch nach innen gelegt werden soll? Da habe ich dann im Innenraum für außen einen Lichtschalter, oder läuft das alles wieder über Funk? Bin ich da flexibler? Ja. Brauche ich entsprechende Lichtkabel, oder läuft dann mein LED zum Beispiel im Außenbereich über eine Steckdose? Ja. Man muss da schon, oder wir waren überrascht, wie detailliert wir uns eigentlich schon für die entsprechende Beleuchtung entscheiden mussten. Die letzte Frage: Welche Faktoren können meinen Plan auch noch beeinflussen? Wenn ich jetzt beispielsweise mal den Standort nehme, einen Campingplatz wähle
und wir sagen, wir arbeiten mit Drehstrom in unserem Haus, dreiphasig, 16 Ampere, liefert das der Campingplatz überhaupt? Nur als Beispiel. Oder wir versorgen uns selbst überwiegend mit Strom. Ist das denn so gestattet auf dem Campingplatz oder geht das denn so ohne weiteres? Genau, die gleiche Frage für ein festes Grundstück. Wenn ich denn eins habe, kann ich mich, wenn ich das möchte, voll autark versorgen oder muss ich nicht doch noch an den Festanschluss? Was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass sich diese Pläne so oder so nochmal hier und da ändern werden, gerade im Austausch mit dem Elektriker oder mit dem Versorgungstechniker oder der Person, die einem da zur Seite steht, was auch richtig und gut so ist. So haben wir beispielsweise auch einige Steckdosen jetzt nicht mehr, als wir gemerkt haben, dass wir schon bei 100 Kilo angekommen sind, ein Kabelsalat, haben wir gesagt, nee, also 2, 3 oder 4 Steckdosen, die streichen wir jetzt einfach. Das wurde auch immer teurer, das Ganze, und hat auch immer länger gedauert. Und so entwickelt sich das auch natürlich dann. Ja, ich glaube auch, gerade auch in unserem Prozess, ist es auch immer wichtig oder haben wir für uns rausgefunden, je genauer ich weiß, was ich auch von meinem Haus erwarte, von meinem Tiny House, desto besser kann ich meine Entscheidungen treffen. Es gibt ja auch ganz viele Tiny House Bewohner, die sich nicht nur räumlich verkleinern wollen, sondern die in vielen Bereichen auch sehr minimalistisch unterwegs sein möchten und entsprechend auch an Steckdosen sparen oder an Verbrauchern, die dann am Ende mit ins Tiny House kommen, Küchenmaschinen, alles eben auch reduzieren, sowie auch den Wohnraum. Und das hilft dann auch bei der Entscheidung. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, dass ihr was mitnehmen konntet aus den Plänen, die wir mit euch geteilt haben, aus den Erfahrungen. Und schreibt es auch gerne in die Kommentare. Also wenn ihr da nach einem anderen Konzept oder einem anderen Leitfaden vorgegangen seid, den ihr auf einem Blog oder im Internet gefunden habt, dann packt das gerne in die Infobox. Wir können da nur alle von profitieren und jedes Haus ist ja individuell, die Ansprüche sind individuell, also lasst uns darüber gerne auch in den Kommentaren sprechen. Hinterlasst uns gerne einen Daumen. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und aktiviert das Glöckchen, dann werdet ihr auch über weitere Videos informiert. In diesem Sinne, sehen wir uns in einer Woche. Ciao. Tschüss.